So, da sind wir wieder bei F1 2021, machen weiter mit Breaking Point und schauen wir im nächsten Kapitel, was geht da ab. Großer Preis von Bahrain. Ja, Kapitel Nummer 18 war mittlerweile und um sich von dem frustrierenden Grand Prix von Australien zu erholen, wollten Casper, Eckermann und Alfa Breen in As-Sakhir und mit der Angabe nicht Stabilität erreichen. Aber dafür des Rennens wird klar, dass die Abkürzung seiner Reifen in den kritischen Bereich gerät. Na, das geht ja gut los. Verstanden, du kannst nächste Runde reinkommen. Boxenstopp, nächste Runde. Nein, ich muss jetzt reinkommen. Es wird zu schlimm. Aiden kommt gleich rein. Halte noch eine Runde durch, Kaspar. Hat er nicht eine Runde weniger? Ja, andere Strategie. Hab ich nicht Vorrang? Er kommt an die Box. Bleib bitte draußen, Kaspar. Gut. Nein, ich bin hier nur am Rutschen. Ich komme rein. War wohl ziemlich dringend für Aiden, was? Bleib bitte geduldig, Kaspar. Noch ein Platz eingebüßt. Und noch ein. Okay, los, los! Na, scheint wieder ein bisschen Konfliktpotenzial zu sein. Der Kerl ist ein bisschen sehr ungeduldig, muss ich sagen. Und jetzt ist es schon die Aufgabe, Aiden zu schlagen. Ich versuche mal. So, wir haben noch 5 Runden. Beziehungsweise Platz 8 zu holen. Und wir sind jetzt momentan auf 11 liegend. Okay, das ist durchaus möglich, weil zwei Autos sind vor uns relativ zeitnah. Alonso und Ricciardo. Und mal gucken, was am nächsten. Der Alonso macht aber auch gerade ordentlich dagegen. Aber ich habe ihn schon. So, nächstes Vettel. Da hat er gerade ordentlich gebremst. Teamkollege. Nächstes Latifi. Start das Teamkollege. 18 Tage. Und dann ist er weiter hinter uns. Dann gucke ich, dass ich mir zumindest mein Blitz zurückhole. Momentan sind wir 8 da, weil wir Vettel überholt haben und versuchen natürlich jetzt so weit wie möglich noch nach vorne. Diesen 5. Platz aus Australien würde ich gerne bestätigen. Oh, da ist er doch schon. Mein Teamkollege. Er macht sogar freiwillig Platz. Nächstes ist Perez. Nächstes Ocon. There's 5 laps of fuel remaining. Sainz und Stroll. Die Zeit kriege ich noch. Stroll weiß ich nicht.
So, zwei, ne. Hamilton muss ich gucken, ob ich den kassieren kann noch. Das sind 16 Sekunden, das ist schwierig. Das ist toll, habe ich noch. Ja. Schau mal, habe ich nicht gedacht, dass ich den noch kriege. Aber Hamilton, na. Nee, der wird von dem Abstand her nicht möglich. Aber jetzt will ich zumindest den vierten Platz haben. Ich habe ihn schon gesehen. Mal sehen, wir mal weitergehen mit unserer Zweispielerkarriere, weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass wir nächste Woche weiterkommen. Momentan ist es einfach extrem schwierig, irgendwie was zu machen. Das sieht ein bisschen an Arbeit und alles drum und dran und ja, schauen. Scheiße. Okay, keep on him. You might make a mistake. Naja, das war aber mein eigener Fehler. Da bin ich nicht auf den Korb gekommen, wahrscheinlich, und dann das Auto weggezogen. So, hab ihn. Ja, damit hat sich das auch erledigt mit dem. Die Chance auf den Platz 3 auf dem Podium. Okay, gap ahead is 15.3 seconds. Nächstes Auto ist immer zur Überrundung. Und wir haben noch 2 Runden noch. Also auf jeden Fall ein Alpine und ein Haas, so wie ich das richtig sehe. Ja, Schumacher. Ne, es ist kein Alpine, das ist mit Williams. Und zwar Schumacher und Russell. Ja, was habt ihr? 10,7 Sekunden, aber nicht in 2 Runden. Musst du da aufpassen, dass wir nicht zu weit auf den Kopf kommen, sonst dreht das Auto wieder weg. Und dann gehen wir jetzt in die letzte Runde hier in F1 2021 für diese Woche. This is your final lap of the race. 8,4 Sekunden, vielleicht noch ein Ausfall. Dann werden wir wieder auf Platz 4. Dann wären wir wieder mit dabei, aber gut, dann sind wir Fünfter geworden, jetzt sind wir Vierter, jetzt haben wir wenigstens 13 Punkte. Und dann wären wir mit 24 Punkten noch 2 Rennen top dabei. Our gap to the car in front is 6.6 seconds. Ja, vielleicht fällt da vorne noch einer aus, das wäre super, aber ich glaube nicht. Aber nur Probleme. Im letzten Rennen schon das Getriebe, jetzt sind es die Reifen. Und ich glaube, wir haben das Maximum draus gemacht. Ja, 3, irgendwas. Jetzt, wir sind gut unterwegs dabei. Vielleicht 3,4 nur noch. Ist hier sogar noch ein Podium drin im letzten Moment. Ne. Eine Runde länger, ich hätte sie beide gehabt.
Knapp, aber Vierter. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Ohne die Reifen wären wir durch gewesen. Dann hätten wir wahrscheinlich sogar gewinnen können. Interessantes Aufeinandertreffen von Ackermann und Jackson hier in der Boxengasse, Stefan. Wird das hinter den Kulissen noch weitere Spannungen auslösen? Ackermann hat sich über Funk schon ziemlich wütend angehört. Sollte bis nächste Runde warten, aber kam trotzdem rein. Mit klarem Kopf würde man so eine Entscheidung nicht treffen. Hat er da seine persönlichen Probleme mit auf die Strecke gebracht? Ich glaube schon. In der letzten Saison haben sie sich oft genug gegenseitig Punkte gekostet. Und wenn man sieht, was heute passiert ist, glaube ich, es geht genauso weiter. Mercedes ist wieder in Topform nach einem exzellenten Rennwochenende. Es ist großartig, das Team wieder einmal auf dem Podest zu sehen. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Glückwunsch zu diesem harten Rennen heute, Kaspar. Für uns Zuschauer schien es so, als habe es irgendeinen Konflikt wegen der Boxenstopp-Strategie gegeben. Können Sie uns das erklären? Komm, ich bin weiter wie den Ego. Die Strategie des Teams war falsch, also habe ich selbst die Entscheidung getroffen. Wenn man am Steuer sitzt, muss man manchmal selbst entscheiden. Ich habe gemerkt, dass ich bald neue Reifen brauche und an die Box muss. Das Team sieht das vielleicht anders, aber ich konnte es wieder ausgleichen. Also mal sehen. Die Schwierigkeiten heute lagen also an einer Teamentscheidung und nicht an weiteren Spannungen zwischen Ihnen und Aiden Jackson? Nein, das ist alles in Ordnung. Wir hatten nur unterschiedliche Strategien und es kam zu einer unglücklichen Überschneidung. Letzte Saison gab es zwar Probleme, aber die gehören der Vergangenheit an. Warum fragen Sie? Nun ja, Sie schienen bei Ihren Funksprüchen sehr wütend auf Ihr Team zu sein. Manche fragen sich, ob das ein Indikator für ein tiefer liegenderes Problem hinter den Kulissen ist. Was würden... Ist doch klar, dass ich wütend bin. Egal, wie es heute ausgegangen ist, die Zusammenarbeit im Team könnte meiner Ansicht nach besser sein. Das ist frustrierend. Mal sehen, wie die Saison weitergeht. Aber ich finde, wir müssen da was tun. Klasse, das war dann alles. Na dann. Mal schauen, wie das weitergeht. Das werden wir dann in der nächsten Folge Breaking Point erst erfahren. Ich weiß noch nicht wann. Gucken. Vielleicht nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche erst. Gucken wir einfach. Ich verstehe es einfach nicht. Er darf zuerst an die Box. Sein Auto bekommt das einzige neue Triebwerk. Und dann darf er im Qualifying nach mir starten. Junge ist praktisch schon der erste Fahrer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum bezahlen sie ihm dann mehr? Das regt dich also immer noch auf. Nein. Weiß nicht, vielleicht. Ich wünschte, ich hätte es nie erfahren. Aber es geht dir doch nicht ums Geld. Ich bin alt. Du bist nicht alt. Doch. Fang nicht wieder so an. Ich bin alt. Für einen Fahrer bin ich alt. Ach komm, das ist deine letzte Saison. Mach das Beste draus. Ich hab's Ihnen noch nicht gesagt. Wann sagst du es denn? Bald. Okay. Und bis dahin solltest du Jackson ignorieren. Okay. Und spiel nicht länger das Opfer. Das steht dir nicht. Ja, schon klar. Als nächstes geht's nach Sandford. Alle werden dir die Daumen drücken. Sei der Mann, den sie lieben. Und hey. Was? Sei der Mann, den ich liebe. Das ist süß. Hast du dir das selbst ausgedacht? Das ist mein natürlicher Charme. Ja, Verstappen kann mir nicht das Wasser reichen. Musste das jetzt sein? So. Gucken wir mal, ob wir noch Nachrichten haben.
Okay, gut. Das nächste Kapitel schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Hier in Breaking Point.